warum Deutschland am Boden liegt und ob das etwas mit dem Welterbe zu tun hat, das erfahren wir jetzt in diesem Witt. Es gibt ein altes Gebirge in Sachsen dort. Das Erzgebirge, das ist der wahre Kraftort. Das ist der aktuelle Weg. Schauen wir mal um die Ecke. Hier ist ein alter Hohlweg. Und dahinter sind noch zwei andere Hohlwege. Ja, ich habe gerade eine Filzklette gesehen. Ja, und was hast du damit gemacht? Fotografiert. Ja, das habe ich schon mal gedacht, ja. Ansonsten ist hier ganz schön was los. Ja, Bärwurz zum Beispiel. Nee, ich meine das anders. Hier ist fast so viel los wie freitags im Kaufland. Wie bitte? Wir machen ja natürlich so wie ARD und ZDF, wir machen auch Bildungs-TV. Ja, bitteschön, die ersten Waldsüßchen kannst du sogar essen, ohne zu waschen, wegen der Milchsäurebakterien. Ja, ein Fuchsbandwurm würdest du wahrscheinlich erkennen, der kommt nicht mit dem Urin raus, der kommt mit dem Kot raus und den sieht man wo sicherlich. Ne? Aha, Waldzist. Ich dachte, das wäre sowas wie ein Einsiedler. Und hier hast du die kleine Parnelle. Die kannst du auch, die ist schon ziemlich groß und die kannst du auch mampfen. Brauchst du Armbrot. Hm? Was sagen denn deine Gäste, wenn du denn die Natur zeigst? Das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte mal ganz junge Gäste, Informatiker, mit denen war ich in der Sächsischen Schweiz. Die waren sowas von begeistert, können wir nicht noch ein Stück laufen, nicht noch ein Stück laufen. Und dann hatte ich mal eine ältere Truppe, die vom Lande kamen, mit denen war ich auch in der Sächsischen Schweiz unterwegs, habe ich gar nicht so viel gezeigt, weil sie ja nicht so viel laufen konnten. Und was sagten die? Was zeigen sie uns denn da? Das ist doch nur Natur. Und die Geister unterscheiden sich sogar bei einer Stadtführung in Dresden. Sobald ich den Leuten sage, Dresden 62% grün, dann kann es passieren, dass sie vom nächsten Standpunkt aus die Bäume betrachten, mich nach Bäumen fragen und nicht nach den kulturellen Sehenswürdigkeiten, nicht nach den Gebäuden. Das ist manchmal lustig. Man muss wirklich die Leute angucken und wissen, was eigentlich interessiert. Aber man kann sie natürlich auch auf einen anderen Geschmack versuchen zu bringen. Und wir versuchen die Leute jetzt mal in das Schwarzwassertal zu bringen mit Sima. Was wir alles haben, einen Kamm am grünen Graben. Hart an der Grenze hier. Hart an der Grenze. Hier darfst du schon mal nicht rüber. Oder doch? C, wie China. Na sowas, Deutschland am Boden. Jetzt haben wir es doch gemacht. Wir sind jetzt hinter dem C. Wo sind wir jetzt? Im C drinnen. In Tschechisch. Wald. Ja, müssen aber gleich wieder raus. Gleich wieder raus, ja. Sieht so ganz anders aus hier als bei uns in Sachsen. Ja, hier sieht man es. Hier sind wir nicht mehr in Sachsen. Typische tschechische Wildzäune. Das ist eher fast für Elefanten gedacht. Ach Quatsch, Dieter. Das ist ein Wintergehege fürs Rotwild. Um Waldschäden zu vermeiden. Und das ist schon wieder eine Eiche, eine deutsche Eiche, Sigrid. Ja. Zurück in Old Germany. Und da geht's gleich wieder los, hier mit Kriegwald. Guck dir das mal an. Aha, Dieter, ich bin im Niemandsland. Hier ist ein C, hier ist ein D. Ich gehe lieber geradeaus und durch, hab keinen Bock zum Hetzen. Da bist du staatenlos jetzt.
Der Mensch sieht besser als er denkt. Ich denke, wir sind hier auf dem Höhepunkt.